Fast jeder sechste Bundesbürger leidet an chronischen Schmerzen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Klaus Klimczyk kennt sie genau. Der Orthopäde leitet das interdisziplinäre Schmerzzentrum der Fachklinik Enzensberg. Er sieht in der Einstellung der Patienten einen wesentlichen Faktor. Die häufigsten Ursachen sind die, weil einfach viele Menschen immer älter werden, aber diese altersbedingten Veränderungen nicht akzeptieren und sich ständig überlasten. Und wenn Sie das gemerkt haben, dann gehen Sie nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip vor und dann machen Sie gar nichts mehr, schließen einen Vertrag mit dem Sofa und tun gar nichts mehr. Oft leiden die Patienten jahrelang unter den Schmerzen, ohne Linderung zu erfahren. So erging es auch Astrid Diehl. Seit 1996 leidet die 52-Jährige an chronischen Rückenschmerzen. Die Schmerzen haben seither ihr Leben deutlich beeinträchtigt. Ja, es ist halt sehr deprimierend, wenn man immer Schmerzen hat. Man ist eingeschränkt in sportliche Aktivitäten. Beim Arbeiten geht man oft mit Schmerzen zum Arbeiten. Seit 2 Wochen ist sie nun in der Fachklinik Enzensberg in Behandlung. Hier geht man in der Schmerztherapie neue Wege. Ärzte und Therapeuten verschiedenster Disziplinen kümmern sich um die Patienten. Im Team besprechen sie gemeinsam mit den Patienten, wie sie eine Therapie aufbauen. Dazu gehört auch eine individuelle Physiotherapie. Physiotherapeut Ralf Schesser leitet die Patienten an, ihre Grenzen zu erkennen und mit Übungen ihre Kondition zu verbessern. Mein Patientenziel ist, mit der Patientin wieder dahin zu kommen, dass sie wieder normal funktionieren kann, trotz ihrer Beschwerden, dass sie Funktionsverbesserung hat, die ihr dienlich ist an ihrer Arbeitsstelle und auch für den Alltag. Oft rühren Schmerzen von Verspannungen her. Hier setzt das Biofeedback an. Dabei wird mit Hilfe von Elektroden gemessen, welche Muskeln ein Mensch anspannt. Das Gerät hilft Patienten wie Astrid Diehl zu verstehen, in welchen Situationen sie bestimmte Muskeln verspannen. Häufig zeigt sich dabei, dass psychische Faktoren zu den schmerzhaften Verspannungen beitragen. Deswegen ist auch eine psychologische Behandlung in die Therapie eingebunden. In Einzel- und Gruppensitzungen ergründet Psychotherapeut Oliver Kuhnt, welche seelischen Belastungen hinter den Schmerzen stecken. Mit Entspannungstrainings hilft er den Patienten, diese Belastungen in den Griff zu bekommen. Astrid Diehl hat diese Art der Therapie schon weitergeholfen. Frau Diehl macht das ganz, ganz positiv. Sie macht hier schon Fortschritte und hat mir auch gesagt, dass sie ihre Hilflosigkeit im Umgang mit den Schmerzen schon abbauen konnte. 46 stationäre Schmerzpatienten erhalten in der Fachklinik Enzensberg eine solche ganzheitliche Therapie. Mit diesem Programm liegt die Klinik voll im Trend. Der Trend ist tatsächlich der, dass diese sogenannten multimodalen Schmerztherapieprogramme immer mehr zum Tragen kommen, in denen der Mensch nicht als Maschine gesehen wird, also dass mit Operationen alles geregelt werden kann, sondern der Mensch mit seinen gesamten Problemen, nicht nur mit seinem Körper, sondern auch mit seiner Seele und seinem sozialen Erleben gesehen wird. Astrid Diehl hofft, mit dieser Therapie schon bald wieder ein Leben führen zu können, das nicht mehr von Schmerzen bestimmt wird. Die Ärzte sehen sie dabei auf einem guten Weg.